Liebe Freunde von Leseleben e.V. und dieser Homepage, auf der immer wieder neue Buchempfehlungen sind, diesmal tatsächlich eine Neuerscheinung, obwohl, nein, eine Neuerscheinung ist es eigentlich auch nicht. Das Buch ist ziemlich alt und der, der es gemacht hat, lebt schon gar nicht mehr bei uns auf dieser Welt. Aber in diesem Baumhaus, das ist eine Sammlung von Geschichten über und unter der Erde, da sehen wir einen Baum mit einer Tür drin und da steht drüber Erwin Moser. Tja, und wenn wir dann das Buch zu Ende gelesen haben, dann erfahren wir hier, wer Erwin Moser war. Nicht alles. Da steht zum Beispiel nicht, dass mein Mann 20 Jahre lang in seinen Philosophiekursen mit Erwin Moser Geschichten gearbeitet hat, weil er wirklich einer der ganz begnadeten Autoren ist, der alles kann mit Sprache. Und hier sehen wir, wenn Sie sich erinnern, das ist nochmal derselbe Baum, aber jetzt gibt es hier etwas unter der Erde und da ist sein Bett mit einer Kerze. Das hat er gezeichnet und eigentlich muss man weinen, wenn man dieses Bild sieht, denn das war er, als er lebendig war und jetzt ist er in seiner Welt unter der Erde. Aber ich bin ganz sicher, dass er ein sehr gutes Verhältnis zu all diesen Käfern und Leuten hat, die unter der Erde leben und über die er hier unglaublich viel erzählt hat. Also zum Beispiel gibt es hier das Baumhaus im Moor. Auch das ist übrigens eine Geschichte, die sicherlich viel von Erwin Moser verrät, denn der war auch gerne mit sich und der Natur alleine. Und hier haben wir es mit einem alten Biber zu tun und der wohnt im Moor in diesem alten Baumhaus. Und das ist ganz schwierig, dahin zu kommen. Deshalb immer, wenn der Post kommt, der Postbote, der muss dann ganz weit extra Umwege fahren. Aber, wie man hier sieht, der freundliche alte dicke Biber hat hier Besuch gekriegt von ganz vielen schwarzen Raben. Und die können natürlich ganz schnell mal eben auf die Post fliegen und die Post holen. Ist das nicht praktisch, wenn man mit netten Leuten im Haus zusammen wohnt? Ja, und darum geht es hier sowieso immer. Übrigens, wie man zu so schönen Wohnungen kommt, das erzählt diese Geschichte mit der Baumvilla. Das ist eine Familie voller Igel, die in diesem wunderschönen Baum wohnen, aber der ist schon sehr morsch und sehr alt und da ist es feucht. Und bei uns in Bayern sagt man gravlich, versteht das jemand? Also schimmelig ist es da drin. Aber dann bricht sich eines Tages ein Eichhörnchen sein Beinchen und die Frau Igel nimmt es natürlich auf und pflegt es liebevoll. Und da sagt das Eichhörnchen, also hier in dieser Wohnung ist es nicht gut zu wohnen. Ich habe da eine Idee, ich habe ein Haus irgendwo im Westen des großen Wiesenareals, wo wir hier sind. Das ist genau das Richtige für euch. Da zieht ihr hin. Tja, und eigentlich ist es nämlich schon die schöne neue Villa, die wir hier sehen. Da ist es dann ganz herrlich zu wohnen. Ja, in diesem Buch gibt es unglaublich viele unterschiedliche Möglichkeiten, wie man wohnen kann. Und es geht immer um die guten Nachbarn. Und es geht immer darum, wie man miteinander, und hier haben wir übrigens so einen Käfer, kein Mensch würde es glauben, aber er hat sich diese Höhle ganz alleine ausgestattet. Tja, und die anderen auch. Aber trotzdem leben sie gemeinsam und genießen das herrliche Leben in der Natur. Erwin Moser hat gezeichnet. Und was mich manchmal so ein bisschen schmerzt, weil manchmal sagen Leute, ach, das ist ja so ähnlich wie Janosch. Nee. Also über Janosch können wir auch nochmal einen Film machen. Aber Erwin Moser, der liebt die ganz kleinen Dinge. Der ist nie ironisch, der ist nie zynisch, der ist nie, ach, er ist immer ganz liebenswürdig und sehr klug. Tja, also so ein Baumhaus ist schon eine feine Sache.